Herzlich willkommen. Ich habe es euch versprochen. Teil 2. Andere Hälfte der Wahrheit über Ägypten. Jetzt geht es heute ans Eingemachte. Ich möchte fast schon behaupten, eines der interessantesten Videos vielleicht für viele in diesem Jahr bisher. Denn wir gehen nicht nur auf die Schlacht von Tafsus, von Actium, auf Kleopatra die siebte, die achte, den König von Mauretanien, Kaiser Augustus, Marcus Antonius ein und erzählen, wie es wahrscheinlich wirklich ausgesehen hat, historisch gesehen, sondern das höchst Brisante, das wir heute offenbaren werden, ist, wie viele Akteure, die im Kaiserhof in Rom unter Octavia aufgewachsen sind, als politische Gefangene später an Jesus seiner Seite zu finden waren. Als Jünger, als Apostel, als Freunde deren. Und ich weise Ihnen auch die römischen Namen zu und die Apostelnamen. Schaut euch an, es geht heute um Apostel Paulus, Lukas, Thomas, eine geliebte Schwester von Maria Magdalena, mit der sie oft die Rollen tauschte. Es geht auch darum, dass Kleopatra die siebte, die nicht Selbstmord begangen oder vergiftet wurde, hinterher weiterlebte, unter welchem, in wessen Schutz stand sie, wen heiratete sie später doch noch, und was hatte sie mit Jesus Christus zu tun? Das wird richtig spannend. Ich freue mich jetzt riesig. Jetzt geht's los. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei dieser Folie. Schlacht von Tafsus. Ich denke, das werden die wenigsten von euch kennen. Was geschah? Rom kämpfte gegen Juba, den Ersten, in der Schlacht von Tafsus und besiegte Mauretanien und setzte anschließend dann einen Klientenkönig ein. Das war dann Juba der Zweite. Hier rechts sehen wir die Kriegselefanten, das erinnert uns so ein bisschen an Hannibal. Ne? Ich meine, es ist ja auch das Gebiet des ehemaligen Karthagos weitgehend. Die Karthager waren ja auch Vorfahren, teilweise von den heutigen Bewohnern dort. Geschweige denn, dass wir in Mauretanien, dort wo Juba der Erste ist, die ehemaligen, oder heute noch die Berbervölker finden. Also, Julius Caesar fiel ein in der Schlacht von Tafsus. Juba der Erste wurde besiegt. Eine ganz traurige Geschichte, wie Juba der Erste dann den Tod fand. Das beschreibe ich genau in meinem Buch Die Jesusbrüder. Und wie so oft gab es dann politische Gefangene. Und der Sohn von Juba dem Ersten, Juba der Zweite, wurde politischer Gefangener, wurde nach Rom gebracht als Trophäe und sollte eine römische Erziehung genießen. Das tat man mit ganz, ganz vielen Kindern der Gegner und der Länder, die man eroberte, um sie einer römischen Indoktrinierung zu unterziehen und sie im eigenen Interesse in diesen Ländern wieder einzusetzen als sogenannte Klientenkönige. Das hat damit zu tun, dass ein Berbervolk oder ein später ägyptisches Volk, da kommen wir gleich dazu, niemals einen ausländischen Staatsmann akzeptieren würde. Also MK-Ultra umdrehen und wieder einsetzen. Das hat nicht immer funktioniert. Wir wissen zum Beispiel vom Arminius, den man als Kind weggenommen hat, seinem Stamm und in Rom erzogen hat, dass er später sich wieder an seine Wurzeln besonnen hat, die Stämme vereint hat und die große Schlacht gegen Varus geführt hat. Die berühmte Varus-Schlacht. Varus soll sich, nachdem er 3 Legionen verloren hat, danach das Leben genommen haben. Ich denke mal nicht nur Vermutung, unsere Information, die wir haben, ist, er hat weitergelebt unter einem anderen Namen und wir finden ihn heute auch in der Bibel wieder. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, also, Juba der Zweite gerät unter Obhut von Octavia, der Schwester von Kaiser Augustus, und wurde am römischen Hof erzogen. Unten steht schon, worauf wir hinaus wollen. Er wurde später der Ehemann von Kleopatra der Achten, Selene. Das ist die Tochter der berühmten Kleopatra der Siebten, die mit später auch Marcus Antonius liiert war. Also,
Er wurde am römischen Kaiserhof von Octavia erzogen, zusammen mit Gaius Caesar, Julius Caesar, nein, das sollte eigentlich Lucius Caesar heißen, ein Fehler von mir, oder besser gesagt der Autokorrektur von dem Computer, Kleopatra der 8. Selene, da lernten sie sich kennen, Julia die Jüngere, das ist die Enkelin von Kaiser Augustus, Agrippa Postumus ist der Bruder von Julia der Jüngeren, Herodes Archelaus, später ein Apostel an Jesus' Seite, mehr verrate ich noch nicht, Herodes Antipas, ach schau da, der Bruder von Archelaus. Und Emilia Lepida, die später ganz, ganz böse gegen die Apostel intrigierte und für viele Tote verantwortlich ist. Und noch einige mehr. Dort lernten sich diese Leute kennen. Und eins verrate ich euch jetzt schon, dass diese Leute, die ihr hier seht, später bis auf Emilia Lepida und Herodes Antipas alle an der Seite von Jesus wirkten und mit ihm. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Aber sie lernten sich dort kennen. Wir arbeiten uns ganz langsam und schrittweise vor. Okay. Es gab nach dem großen Mord von Brutus und Co. Gab es ein Triumvirat. Dort gab es dann die Aufteilung der Gebiete des Römischen Reiches auf drei Herrscher. Den dritten habe ich jetzt mal nicht mit reingenommen, der war nicht lange dabei und wurde von Kaiser Augustus, ich nenne es mal wieder so schön, weggepetzt. Die Hauptprotagonisten waren tatsächlich zum einen links unten dargestellt Kaiser Augustus, vorher Octavian genannt, und dann Marcus Antonius, der über das Oströmische Reich herrschte. Wir gehen zuerst ein bisschen Geschichte durch und dann verbinden wir die Punkte, die werden nämlich sehr interessant. So sah das dann ungefähr aus. Nun gab es ein Problem. Augustus wollte die Alleinherrschaft. Wie kriegt man Marcus Antonius weg? Und dazu kommen wir jetzt, weil Marcus Antonius vereinte sich mit Kleopatra der 7. Sie verliebten sich ineinander. Sie hatten auch zwei Kinder zusammen, nämlich Kleopatra die 8. Selene und ihren Sohn, oder der Bruder von Selene in dem Fall, Ptolemaios. Oder Ptolemäus genannt. Die spielen tatsächlich beide auch noch eine Rolle später in der Jesusgeschichte. Wie? Also zumindest rechts das Bild sehen wir, da habe ich die Isis dargestellt. Warum? Weil Kleopatra die 7. sich als Reinkarnation von Isis betrachtete. Das ist wichtig für das, was noch kommt. Sie betrachtete sich als die Wiedergeburt von Isis. Und wir wissen, dass Isis damals Osiris in der Legende verlor. Er wurde getötet. Ja? Und sie hat sich nicht das Leben genommen aufgrund des Todes ihres Partners, sondern sie haben weitergemacht und alle Teile von ihm wieder zusammengesammelt. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier links unten sehen wir alte Freskos von Kleopatra der 7. Na, und jetzt schaut mal da, mit welcher Haarfarbe sie dargestellt wird. Okay? Denkt bitte dran, Kleopatra die 7. stammt aus dem Geschlecht der Ptolemäer, der Nachkommen bzw. des Generals, der Alexandria gegründet hat, an einem 7. April, 300 noch was vor Christus. Und daraus ging das Geschlecht der Ptolemäer hervor. Sie waren Griechen. Hier sind Rekonstruktionen von Kleopatra der 7., wie sie hätte aussehen können. Ich halte tatsächlich das rechte Bild für am wahrscheinlichsten. Ja, hübsch war sie schon. Und sie soll um Jahrzehnte jünger ausgesehen haben, als sie tatsächlich war. Sie kannte gewisse Geheimnisse. Sie sprach über 10 Sprachen fließend, verbrachte mehrere Stunden pro Tag im Labor, war eine hochintelligente Dame. Hier sehen wir nochmal Bilder, Rekonstruktionen. Und jetzt bringt natürlich Netflix eine Serie raus, ich habe da nur im Kopf geschüttelt, Queen Cleopatra, und da wird sie in schwarz dargestellt. Da seht ihr, was für eine Agenda hier läuft im System. Produzentin Jada Pinkett Smith, die Ex von Will Smith, selbst eine Schwarze, eine Farbige, entschuldigt. Da läuft eine richtige Agenda. Das geht auch über Hollywood natürlich in erster Linie.
Und dann passierte Folgendes. Augustus wollte die Alleinherrschaft. Marcus Antonius hatte Folgendes gemacht. Er hatte seinen Kindern, man könnte schon fast sagen, das halbe Oströmische Reich vermacht. Ägypten würde dann nicht in Rom eingegliedert werden, weil er war ja mit Kleopatra liiert. Nordafrika würde fast ausschließlich an seine Kinder gehen. Teile des Oströmischen Reiches ebenso. Das heißt, das Römische Reich würde Gefahr laufen, zu zerbrechen, zu zerfallen. Rom hatte niemals ein Interesse daran, auch nur ansatzweise mit anderen Völkern in Frieden und Nächstenliebe Handel zu führen, sondern ihre Art war, ich denke da immer so an Raumschiff Enterprise, diese Borgs, assimilieren, okkupieren, übernehmen und Klientenherrscher einsetzen. Ja? Ein Verleiben, könnte man auch sagen. Ja? Ein Imperium halt, wie man es halt so benennt. Ja? Dieses britische Imperium, das British Empire, ebenso tat. Das zudem sogar größer wie das römische war. So, das war eine ganz, ganz große Gefahr, A, für Rom und B, für die Alleinherrschaft Augustus. Jetzt hat er Lunte gerochen. Das Ganze wurde natürlich von Marcus Antonius in einem Testament verfasst. Und dieses Testament lag bei den Vestalinnen im Vestalinnen-Tempel in Rom hinterlegt. Augustus erpresste die Priesterinnen. Ich weiß nicht, mit welchen Druckmitteln, aber sie müssen wohl schon erheblich gewesen sein, damit sie das Testament von Marcus Antonius rausrücken. Und das hat er im Senat vorgelesen. Das war eine Schandtat. Das tut man nicht. Das gehört sich nicht. Das war nicht erlaubt. Aber dennoch verfehlte es nicht seinen Zweck. Der Zweck heiligt die Mittel. Nämlich, dass der Senat sagt, was? Der verschreibt so viele Gebiete an seine Kinder. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist eine Gefahr für Rom. Wir müssen sofort Marcus Antonius zum Staatsfeind erklären und vernichten. Und an diesem Tag wurde Kleopatra die Siebte, sprich auch Ägypten und das Oströmische Reich zum Feind erklärt. Das war die offizielle Kriegserklärung an Augustus, von Augustus an Marcus Antonius und Kleopatra die Siebte. Naja, was tun, sprach Ra. Kleopatra und Marcus Antonius berieten sich. Was können wir tun? Was dabei rauskam, das werden wir gleich sehen. Ihr seht hier diese markierten Gebiete in den schwarzen Sternen unten rechts, die ich markiert habe. Diese Gebiete wären vollständig an die Nachkommen von Kleopatra und Marcus Antonius gefallen. Mauretanien, Cyrene, Ägypten und große Teile des Oströmischen Reiches. Das ist schon ein sehr, sehr großes Gebiet. Hier links habe ich einen Auszug aus einer Ahnentafel, die ich erstellt habe. Da seht ihr oben Marcus Antonius und Kleopatra die Siebte. Daraus gingen hervor Kleopatra die Achte Selene, eine ganz wichtige Person, heute noch, und Alexander Helios. Ptolemäus war der Sohn von Kleopatra, Entschuldigung, nicht der Bruder, es war Alexander Helios. Und das Interessante ist, sie sind benannt nach Selene und Helios, nach Mond und Sonne. Okay, dem männlichen Prinzip und dem weiblichen Prinzip. Wunderbar eigentlich, ganz, ganz große Klasse. Und die Kinder von Juba dem II. Und Kleopatra der VIII. Hießen dann Ptolemäus und später auch eine Julia Drusilla. Aber von der weiß keiner, was aus ihr geworden ist. Kleopatra die VIII. Selene spielt noch eine ganz wichtige Rolle in der Jesusgeschichte und Maria Magdalena. Da komme ich dann nochmal später drauf. Also, Folgendes geschah. Angriff ist die beste Verteidigung. Sie wussten, wenn das komplette römische Heer aus Rom sich vereint und gegen Ägypten zieht, hat man dort vor Ort keine Chance. Also musste man ihnen entgegenkommen. Sie waren in die Ecke getrieben, wollten Richtung Rom segeln, mussten aber in Actium gegenüber, auf der anderen Seite des Meeres, in Griechenland, mussten sie praktisch im Ionischen Meer übersommern. So, dort waren sie aber festgesetzt. Weil römische Truppen kamen über Land, schlossen dann automatisch einen Ring und es gab keinen richtigen Nahrungsmittelnachschub. Vor dem Meer platzierte man auch riesengroße Truppen. Überlegt mal, es handelt sich hier ursprünglich um rund 500.000 Soldaten, die in die Schlacht gezogen sind.
Viele sind verhungert. Viele hatten keine Kraft mehr, waren kraft- und saftlos. Und somit konnten am Ende nur noch 120 oder 160, irgendwie so in dem Schnitt Schiffe, also im Verhältnis zu 500 Schiffen, schon ein großer Unterschied, besetzt werden. Der Rest musste im Hafen verbrannt werden, damit sie nicht in die Hände der Römer fallen. Das Ziel war jetzt, in Actium zu fliehen. Es gab keine andere Wahl mehr. Marcus Antonius wollte aber nicht ohne sein geliebtes Weib fliehen und natürlich der Staatskasse. Also nahm man die Schiffe und wollte einen Dolchstoß setzen in die Mitte, eine Schneise schlagen, durch die dann praktisch dann Kleopatra mit ihren Kindern und der Staatsschatz nach Ägypten fliehen kann. Das ist auch gelungen, ihr Lieben. Ja, die Schlacht wurde nicht gewonnen, aber zumindest wurde einiges gerettet. Man zog sich dann zurück nach Ägypten. So, und dann kennen wir ja die Geschichte, die historisch erzählt wird. Hier seht ihr nochmal die Aufstellung der Schlacht. Und hier seht ihr den Durchstoß in der Mitte, der später geschah. Und auf dem linken Pfeil, der nach unten führt, hier seht ihr dann, wie sie praktisch dann entkommen konnten. So, hier haben wir ein Bild von Alexandria. Darin hat man sich zurückgezogen. Wer glaubt, dass Marcus Antonius sich das Leben genommen hat, freiwillig, und Kleopatra die Siebte? Ich weiß nicht. Ich denke mir immer, wer das glaubt, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, kennt ihr ein einziges Schloss, Herrenhaus, eine Burg, Festung, Palast, Regierungsgebäude, was auch immer, die keine Geheimtüren haben, die keine Geheimgänge haben? Das ist Standard. Verborgene Räume und Gänge, Fluchtmöglichkeiten gab es immer. Wer glaubt, dass Kleopatra die Siebte festgesetzt war und nicht fliehen konnte, der täuscht. Und wer glaubt, dass sie sich das Leben genommen hat, weil sie dachte, Marcus Antonius wäre tot. Das ist eine Geschichte. Wir wissen nicht, ob sie stimmt. Es kann sein. Aber dann würde sie sich nicht das Leben nehmen. Nicht Kleopatra, die sich für die Wiedergeburt, die Reinkarnation von Isis, einer Göttin, hielt. Das war nicht ihr Ziel, zu sterben. Das war nicht ihre Bestimmung, zu sterben. Wir müssen uns in die Köpfe solcher Menschen hineinversetzen, wie die funktionieren, wie die ticken. Sie hatte alles andere im Sinn, nur nicht ihr Leben aufzugeben. So viel sei gesagt. Also, sie konnte fliehen. Tatsächlich aber ist es so gewesen, dass Marcus Antonius Kleopatra die Siebte und Alexander Helios wohlweislich fliehen konnten. Selene die Achte, Kleopatra die Achte, Selene musste zurückbleiben. Es ist eine Szene bei Rückführungen, bei Readings gesehen worden, wie das Kind weint und schreit, Mama, du lässt mich nicht alleine. Aber Selene wurde als Trophäe nach Rom gebracht und das war politisch wichtig. Rom musste einen Erfolg vorweisen können vor seinem Volk. Also musste ein Triumphzug stattfinden, der mit Selene geschah. Die Worte von Kleopatra VII. Beim Abschied waren aber, liebe Tochter, für dich wird in Rom gesorgt sein, wir haben dort Freunde. Wir werden uns bald wiedersehen. Und das geschah auch so. Denn auch Selene wurde an den römischen Hof zur Erziehung gebracht unter Octavia, genau wie die anderen Protagonisten, von denen ich gesprochen habe. Dort lernte sie Juba II. Kennen. Das war eine Hochzeit, die erlaubt wurde vom römischen Kaiserhof aus Liebe und beide wurden in Mauretanien als Klientenkönige eingesetzt. Es gibt auch Legenden oder auch neuere Videos im Internet bei YT und vielen anderen, an denen gesagt wird, das Grab von Kleopatra ist gefunden. Dort war eine Archäologin, die ursprünglich, glaube ich, Anwältin oder sowas Ähnliches war, Kathleen Martinez, dran, hat viel Zeit, viel Mühe, viel Herzblut investiert, um dieses Grab, was in der Mitte ist, zu finden. Und sie behaupten, es wäre das Grab von Kleopatra, aber das wird von der Wissenschaft angezweifelt. Und ich zweifle es auch an, weil sie kann ja nicht dort liegen, sie ist ja geflohen. Des Weiteren kann sie auch in keiner Pyramide, einem Tempel oder sonst etwas begraben liegen, wenn sie denn dann gestorben wäre.
denn dann wäre es ja überraschend geschehen. Sie hat ja überhaupt keine Zeit, sich ein großes Grabmal, ein Denkmal, ein Monument zu errichten. Hatte sie doch überhaupt nicht. Wieso kann man also davon ausgehen, dass an einem solchen Monument Kleopatra die Siebte begraben liegen könnte? Das macht keinen Sinn. Okay? Sie hat weitergelebt. Ich habe auch Kontakt aufgenommen zu dieser Kathleen Martinez und ihr ein paar Hinweise gegeben und Tipps. Sie hat noch nicht geantwortet. Ich denke, das tut sie auch nicht. Es sei denn, sie hat einen offenen Geist und geht die Dinge aus einer anderen Denkweise an. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Aber das Grab von Kleopatra ist bis heute nicht gefunden. Und auch nicht ihr Körper. Überlegt mal, Kleopatra die Siebte betrachtete sich nochmal als Reinkarnation von Isis. Isis verlor damals Osiris und nahm sich nicht das Leben. Warum hätte sich Kleopatra das Leben nehmen sollen? Sie hatte einen göttlichen Auftrag in ihren Augen, den es zu erfüllen gilt. Die göttlichen Aufträge stehen über den irdischen Aufträgen. Wie sollte sie nochmal, zusammengefasst, in der kurzen Zeit vor ihrem angeblichen Tod noch ein großes Grab, das ihrer würdig wäre, errichten? Ihre Kinder und Enkel wandelten später an der Seite von Jesus und wurden Christen. Das ist es, die erste fette Information, die heute rüberkommt. Ihr Lieben, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es nicht tat, musste sie doch untertauchen und eine andere Identität annehmen. Um mal so ein bisschen Widersprüche in den Chroniken, die vor allen Dingen über Tacitus liefen, von dem viele später abschrieben, zu zitieren und zu erklären. Der liebe Herr Tacitus, es gibt sogar Menschen, die behaupten, er hätte nicht gelebt. Wir wissen, er hat gelebt, aber hat ein Mehrfachspiel, nicht nur ein Doppelagentenspiel betrieben. Er war ein Meister der Verschleierung. Absolut. Ein kleiner Leonardo da Vinci der Literatur. Tacitus berichtet vom Großbrand in Rom, ihr Lieben, als wenn er dabei gewesen wäre. Leute, das war 64 nach Christus. Er sagt von sich, oder man sagt über ihn, er wäre 58 nach Christus geboren. Da wäre er 6 Jahre alt gewesen. Also, wenn er über den Großbrand von Rom geschrieben hat, was wir lesen können, dann müsste er es Jahrzehnte später geschrieben haben. Dann hätte er es aber aus der Sicht der Dinge Jahrzehnte später geschrieben. Tatsächlich aber berichtet Tacitus von Details während des Brandes, und dass er sich über die Urchristenverbrennung wirklich riesig freute. Er berichtete aber nicht über die später bekannten Details. Das heißt, das, was Jahrzehnte später bekannt war, steht dort nicht drin. Also war es tatsächlich ein Augenzeugenbericht, genau aus der Zeit, in der es auch stattfand. Also ist er nicht 58 nach Christus geboren. Über seine Herkunft wird nur spekuliert. Man spricht von einem möglichen Vater, einer möglichen Mutter, dürfte, das steht tatsächlich so, 58 nach Christus geboren sein, und über sein Weib findet man auch nichts. Über so einen berühmten Aufzeichner der Geschichte? Er verschleierte viel. Wie gesagt, manche sagen, er hat nicht gelebt. Keiner weiß was über seine Abstammung. Aber eins ist überliefert. Er wäre Mitglied im Priesterkollegium gewesen. Damit hatte er Einfluss. Und vielleicht auch Macht. Wir haben Widersprüche in den Chroniken. Jetzt kommen wir zur Kleopatra-Geschichte eine Generation später, nämlich ihrer Tochter Kleopatra der 8. Selene und dem mauretanischen Klientenkönig Juba II., die sich in Rom am Hofe bei der Erziehung, der römischen Erziehung von Octavia haben kennenlernen dürfen, sich verliebt haben und zusammen waren. Ich kann euch nur eins sagen, diese beiden
waren Hunderte von Leben zusammen, vorher und viele nachher. Manche sagen, sie hätten nur ein Kind gehabt, andere sagen, es wären zwei gewesen. Wieder andere sagen, das zweite Kind wäre fälschlicherweise das von Tacitus. Wie soll das zeitlich gehen? Manche berichten, sie wären nach der Trennung mit Juba II. Gestorben, weil sich die Geschichte von ihr verliert. Moment, wie kann sich die Geschichte einer Frau verlieren, die die Tochter von Kleopatra VII. Ist? Einer der berühmtesten und schillerndsten Personen ihrer Zeit, Selene auch. Sie haben über halb Nordafrika geherrscht und die Stadt Caesarea völlig neu aufgebaut, die Kunst gefördert, Schätze gesammelt über lange Jahre. Und dann ist sie einfach weg und kein Mensch weiß, wo sie ist. Da ist sie ausgestiegen, ihr Lieben. Ausgestiegen aus dem System auf eine andere Seite. In dem Moment, wo man ihre Geschichte verliert, findet man sie in der Bibel wieder, unter anderem Namen, in der Bibelgeschichte. Andere wiederum sagen, sie verbrachte ihr Leben bis zum Lebensende zusammen, beide zusammen. Das ist ein völliger Widerspruch. Aber immerhin, hinter mir seht ihr es, sind sie ja beide immer noch dort begraben. Im Mausoleum von Kleopatra der 8. Selene und Juba dem 2. Die liegen da zusammen drin. Oder die Körper gibt es heute nicht mehr da drin, aber so ist es überliefert, so steht es geschrieben. Und über dieses Grab verraten uns die Franzosen so unfassbar viel, wer wirklich hinter Kleopatra der 8. Selene stand, dass die Anmerkung von mir, dass sie später in der Bibelgeschichte erscheint, an der Seite von Jesus als Jüngerin, mit Juba dem 2. zusammen und der Mutter Kleopatra, erklärt sich fast schon alleine dadurch. Wir finden die Hinweise in der Geschichte, wir müssen nur die Stecknadel finden, die im Heuhaufen liegt. Man ist sich auch nicht darüber einig, ob Juba der 2. Klaphyra wirklich heiratete. Also, er soll diese Lene geheiratet haben, dann mit Klaphyra zusammen gewesen sein, aber nur 1-2 Jahre, und dann soll sie abgedüst sein. Und manche sagen danach, keine Ahnung, andere sagen, er war wieder mit Klaphyra zusammen, andere sagen, ja, Klaphyra weiß doch keiner, wo sie ist, andere sagen, sie war tot. Also es bleibt vieles offen. Ich kann euch sagen, er war nicht mit Klaphyra verheiratet. Diese Dame war aber am Königshof in Mauretanien zu Gast. Das ist der Fall. Und während der Klaphyra steckt, erfahrt ihr auch. Leute, Geschichte schreiben immer die Sieger, denkt dran. Nur wer ständig lügt, muss sich merken, dass er gelügt hat oder gelogen hat, heißt es richtig. Und wer sich merken muss, wie er gelogen hat und wie oft er gelogen hat, muss es auch so überall in der Geschichte verankern und überall fälschen. Das gelingt natürlich nicht immer. Wir finden immer irgendwo Puzzleteile. Genauso gehen wir mal einfach auf den Großbrand von Dresden, den Feuersturm, der stattfand im Zweiten Weltkrieg. Ich gebe aber nur ein Beispiel, wie Geschichte verändert wird. Darum geht's. Zur Zeit dieser Angriffs 1945 hatte Dresden 630.000 Einwohner. Geschweige denn von den Menschen, die dorthin geflohen sind, aus anderen Bereichen Deutschlands, die bereits zerbombt waren. Es waren also wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr. Okay? Deutsche Info von 1945 sagt 122.000 Opfer. 1948 sagt das Rote Kreuz eine 250.000 Opfer. Das britische Schulbuch sagt 133.000 von 45. 65 hieß es 135.000 Opfer. Schulbuch England 99 135.000 Opfer. Stern 2004 mögliche 500.000 Opfer. 2009, ab dann heißt es immer wieder nur 25.000 Opfer. Und ich wette, in wenigen Jahren steht in den Schulbüchern null, weil es nie passiert ist. Und es geht verloren, da denkt kein Mensch mehr dran. Überleg mal, 2 Generationen reichen aus, knapp 100 Jahre, 2 bis 3 Generationen, um die Geschichte vollständig neu zu schreiben. Unsere Kindeskinder wissen gar nicht mehr, dass das passiert ist dann. Keine Ahnung. Sie wissen von nichts, weil es nirgends mehr steht. Dank heute gibt es das Internet, sonst wäre es noch schlimmer. Also,
das große Geheimnis. Und jetzt kommt, um das Grab der Christen. So wird es dort genannt, in Algerien, im heutigen. Und so nennen es auch die Franzosen. Sie nennen es das Grab der Christen. Eine ägyptische Königin bzw. Prinzessin, die Tochter von Kleopatra VII., wurde zur Christin. Genau zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Man höre und staune. Man hat sogar versucht, dieses Grab dreimal zu zerstören. Dreimal. Von einem Pascha, dann von noch einem Herrscher und dann sollte es im Algerienkrieg, der zwischen 56 und 64 war, mit Artilleriegeschützen als angebliche Übung von Schiffen aus zerstört werden. Dieses Grab war unzerstörbar. Nichts konnte dieses Grab beschädigen. Wobei ich es nicht Grab nenne oder Mausoleum, das sieht mir eher aus wie eine Rundpyramide. Diese Rundpyramide steht unter göttlichem, heiligen Schutz. Ja, hier steht es, genau. 1555 wollte es der Pascha von Algier, Salah Reis, vernichten. Er hat Tausende von Arbeitern hingeschickt, sie abzureißen. Es kamen Zehntausende von schwarzen Westen und die haben die Arbeiter attackiert. Über Tage hinweg und sie mussten das alles einstellen. Keine Chance. Ende 18. Jahrhundert nochmal von Baba Mohammed mit Artillerie bereits und dann, wie gesagt, als Zielübung der französischen Marine im Algerienkrieg. Sie nennen es das Grab der Christen. Sie nutzen es zu Übungszwecken. Sie zerstören Archäologie, sie zerstören Geschichte, sie zerstören oder wollen bewusst dieses Gebäude zerstören. Warum? Ich beantworte es euch. Weil sie wussten und sie wissen, wer dort lag, wer dort liegt. Sie wissen, dass hier Jünger von Jesus beerdigt sind. Und das darf nicht in die Öffentlichkeit. Denn die Wahrheit wird sich irgendwann immer durchsetzen. Wer weiß, vielleicht war es sogar ein Mitgrund, dass der Algerienkrieg überhaupt ausbrach. Was geschah mit Kleopatra der Siebten, ihr Lieben? Kleopatra die Siebte, wenn ihr jetzt von Ägypten eine kerzengerade Linie nach oben zieht, dann seht ihr eine Region oberhalb von Zypern, da steht Kilikia, Kilikien. Und dort regierte in diesem Gebiet, das grün markiert ist, Archelaos Sisines. Er wurde von Marcus Antonius, dem Geliebten von Kleopatra, ins Amt gehoben, eingesetzt und sie waren befreundet. Dass später Archelaus Sisines auch seine eigenen Leute verraten hat, sei eine andere Sache, die später geschieht, zur Zeit von Jesu Christi Kreuzigung. Aber er nahm Kleopatra die Siebte auf. Er bot ihr Schutz und man hat sie dann verkauft in der Geschichte als seine Tochter, genannt Glaphyra. Okay? Das ist Kleopatra die Siebte, identisch mit Glaphyra. Später kam das Ganze raus. Archelaus Sisines hat sie durch Druck von Rom selbst verraten. Kleopatra durfte lange Jahrzehnte weiterleben und agieren. Aber unter Beobachtung von Rom und Kontrolle von Rom. Man hat sie kontrolliert und sie musste auch Dinge tun, die sie nicht tun wollte. Aber auch das ist später. Das habe ich alles in meinem Buch Die Jesusbrüder erklärt und auch den hergeleitet. Das heißt, dort verwenden wir 500 Seiten, um all das genau herzuleiten. Ich mache das hier alles in einer sehr, 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 sehr komprimierten Kurzfassung, okay? Und dort geht es auch noch viel tiefer und weiter, natürlich. Ich bin jetzt gerade hier sehr oberflächlich,
aber diese Informationen sind schon sehr brisant. Das kann man nicht anders sagen. Ich haue noch einen raus heute. Ich mache euch ein Geschenk. Ich hatte einen Herodes Archelaus erwähnt, der auch mit im Boot war bei der Erziehung unter Octavian am römischen Kaiserhof. Er war der Bruder von Herodes Antipas. Herodes Archelaus. Schauen wir uns die Geschichte von Herodes Archelaus an, dann fühlt sie sich identisch an mit einer ganz anderen Person, die wir unter einem anderen Decknamen kennen. Denn die meisten Namen sind alles Decknamen. Alles. Alle in der Bibel. Fast ausschließlich. Selbst Pontius Pilatus ist nicht echt. Von Pontius Pilatus kennt keiner die Abstammung, keiner den Vater, keiner die Mutter, keiner den Vornamen, weil Pontius ist ein Titel und Pilatus noch hinten dran. Das ist einfach nur ein Nachname, der benannt wurde und kein Mensch weiß, wie er wirklich hieß. Ja, er hatte einen anderen Namen, einen bürgerlichen Namen. Er wurde früher in der römischen Geschichte gestorben, um dann als Pontius Pilatus wieder zu erscheinen. Das war auch wieder ein anderer Vortrag, der bald irgendwann kommt, ein anderes Video. Hier geht es um das Thema Saulus zum Paulus. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Kurz nach dem Tod seines Vaters musste er einen Aufstand niederschlagen, bei dem leider 3000 Juden starben. Danach wurde er angeklagt, also Herodes Archelaus, und bekam sein Vermögen entzogen und ging nach Vienna. Und später wurde er Christ und heiratete Glaphyra. So sagt die Geschichte, die römische Geschichte. Moment. Die Tochter von Kleopatra der Siebten, die Achte und Juba waren an der Seite von Jeschua. Die Mutter fand Unterschlupf bei Sisines in Kappadokien und nannte sich Glaphyra. Die heiratete später diesen Herodes Archelaus. Interessant. Die Geschichte von Saulus zum Paulus liest sich genauso wie das, was ihr vor euch hier habt. Spannend, ganz spannend ist nur der Fakt, dass hier steht, dass er nach Vienna ins Exil ging. Unter was für einem Namen kennt ihr denn die Stadt Vienna noch? Wien. Wo spielt denn in meiner Geschichte, in meinem fiktiven Roman die Apostelgeschichte und die Kreuzigung statt? Vienna. Man ortet zwar hier Vienna nach Frankreich, da gibt es auch ein Vienna, aber das ist auch wieder nur eine Finte, die man gelegt hat. Jeder weiß, dass Vienna schon immer Wien genannt wurde. Das heutige Wien. Es hieß in vielen Sprachen anders. Ich habe das auch in einem anderen Beitrag mal drin, wo man die ganzen Bezeichnungen auch sieht. Vindobonia oder Vindobonia hieß es auch zur Belagerungszeit der Römer, ja, in der Austria Romana. Und das ist einfach zu offensichtlich, ihr Lieben. Aber wie gesagt, im Buch gehe ich dann noch auf viel, viel, viel mehr Details ein. Ich gehe mir nur hier darum, euren Geist anzuregen, die Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also, schauen wir uns nochmal an. Juba und Selene sind zusammen begraben in diesem Grab, das ihr hinter mir seht. Das Mausoleum in Algerien, Nähe der Stadt Churchill, ehemals Caesarea genannt, von Juba und Selene. Sie galten als untrennbar. Glaphyra heiratete ihn nicht, diese berühmte Glaphyra. Sie verbrachte einige Jahre unter dem Schutz ihrer Tochter in Mauretanien und lernte dort Paulus kennen. Das heißt, diese Glaphyra, die am Hofe war, ist ja Kleopatra die Siebte. Das heißt, ihre Tochter Selene hat ihre Mutter vor Ort in Mauretanien geschützt. Und sie hat mitregiert eine Zeit lang. Rom wusste das zu seiner Zeit schon. Es war ihnen aber recht, ja, weil sie keine römischen Klientenkönige einsetzen können. Nur Einheimische, sonst würde das Volk aufbegehren. Also, sie verliebte sich dort in diesen Herodes Archelaus, dort lernten sie sich kennen und dann schloss sie sich mit ihm Jesus an. Das ist schon eine heftige Nummer, oder? Paulus war doch liiert und hatte eine Partnerin.
Genauso wie Jesus und Maria Magdalena viele Kinder hatten. Ne? So, das ist ja schon fast keine Mythologie mehr. Da gibt es zu viele, viele Hinweise. Da mache ich demnächst einen eigenen YP-Beitrag, weil die Legendenbildung in Schottland im Speziellen, Glastonbury und auf der Insel Iona, die sollten wir uns genau ansehen. Das ist furchtbar spannend. Ja, wirklich der Wahnsinn. Wenn man da mal einsteigt und da liest, das ist schon beeindruckend. Also, ich weiß, das, was ich hier erzähle, das ist schon echt harter Tobak und erfordert ein völliges Umdenken der Bibelgeschichten. Aber wir wissen aus meinen Vorträgen und aus meinen anderen Videos, dass die Bibelgeschichten sowieso, die meisten zumindest, angelehnt an ganz, ganz ältere, alte Geschichten aus anderen Kulturen sind und so nie stattgefunden haben, sondern auf eine andere Art und Weise. Die Bibel widerspricht sich da ja oft selbst, obwohl man versucht hat, sie zu vereinheitlichen. Die einen schreiben, was weiß ich, Jesus ist von Hannas verhört worden. Die anderen schreiben, Jesus ist von Kaiphas verhört worden. Die anderen sagen, es wäre in der Nacht gewesen. Die anderen schreiben, es wäre morgens gewesen. Die einen sagen, es wäre nur vor Kaiphas alleine gewesen. Die anderen vor dem kompletten Synedrium. Also da ist sich keiner wirklich einig. Okay? So. So war es nicht, ihr Lieben. Ja? Wie uns gesagt wird. Öffnet wirklich euren Geist für das Undenkbar. Die folgenden Informationen und natürlich die auch, die bisher kamen, sind durch Readings in der Akasha-Chronik übermittelt worden. Punkt 1. Aber das alleine reicht uns noch nicht. Sie wurden nicht nur von einem Medium gegengeprüft und das Ergebnis war tatsächlich identisch. Wir mussten ein paar Stellschrauben drehen, weil auf manchen Informationen liegen manchmal Siegel, die müssen erst gelöst werden. Dann ist es interessant, warum auch immer das passiert ist. Die Menschen finden zu uns und wir nicht zu ihnen. Wenn der Auftrag da ist, ist die Manifestation dessen, was nötig ist, dafür schon fast automatisiert. Wir fanden sämtliche Beteiligte, die damals mit dabei waren, in den alten Aufzeichnungen wieder. Und das erfuhren wir auch dadurch, dass wir mit ganz vielen Menschen, die dabei waren, Rückführungen gemacht haben. Wir konnten also durch Rückführungen von Seelen, die damals schon inkarniert waren, zu der Zeit aus erster Hand dadurch berichten können, weil sie nun mal dabei waren, durch Rückführungen so unendlich viel bestätigt bekommen, wie man sich nicht vorstellen kann. Ihr Lieben, Cassius Duo, Plutarch, Tacitus, Eusebius von Caesarea, Flavius, Josephus, Strabo, Suetern überliefern uns auch Details. Wobei die meisten, wie gesagt, von Tacitus abschrieben. Ich habe das mit all diesen Quellen weitgehend abgeglichen. So kommen wir dann letztlich auf einen gemeinsamen Nenner. Und das ist der, den wir dann offenbaren. Okay? Vergesst bitte die Jahresangaben, die sind oftmals massiv falsch. Ihr müsst nur teilweise auf verschiedene Infoplattformen gehen, in verschiedenen Ländern, und schon habt ihr völlig verschiedene Jahreszahlen zugrunde liegen. Da sind plus minus 30 Jahre im antiken Rom eigentlich nicht viel. Okay? Lüften wir das Geheimnis nochmal. Schnallt euch an. Also, Kleopatra die 8., 7. war später, nachdem sie untertauchte, Glaphyra, unter dem Schutz von Archelaus, Sisines, später unter der Kontrolle von Rom, gegen Ende die letzten Jahre, das Weib des Apostel Paulus. Herodes Archelaus war Paulus. Juba der Zweite, jetzt kommt's, war Thomas. Kleopatra Selene die Achte war das Weib des Apostel Thomas. Eine enge Vertraute der Maria Magdalena, mit der sie oft die Rollen tauschte. Ptolemäus, der Sohn von Kleopatra der Selene der Achten und Juba dem Zweiten, zog natürlich mit als Kind. Und als er größer wurde, war er an der Seite von Paulus unterwegs. Wenn er also an der Seite von Paulus unterwegs war, war er ja auch an der Seite von Kleopatra der Siebten, von Glaphyra, seiner Großmutter. Also Familienbande.
Er war kein anderer als, wer weiß vielleicht, wer bei Paulus oft dabei war. Es war Lukas. Wir haben noch Dutzende weiterer identifiziert in meinem Buch Die Jesusbrüder und auch die Herleitungen erklärt, das Ganze in eine wunderbare Romanform gepackt. Lest es euch durch, schaut es euch an, auch die Genealogie, die Ahnentafeln habe ich dort veröffentlicht und spürt einfach mal rein, was von diesem fiktiven Historienroman wahr sein könnte und was nicht. Das überlasse ich euch. Ich kann euch eine frohe Botschaft mitteilen. Ich habe jetzt für diese Woche einen Termin mit Zoom, mit jemandem, der hinter diesem Projekt mit Leib und Seele und Herz steht, vor allen Dingen, mit einer hohen Energie, der dieses Buch jetzt als Hörbuch produzieren wird für uns. Und da freue ich mich jetzt schon richtig, richtig doll drauf, sodass ich denke, in rund 2,5 bis 3 Monaten werden wir das Buch als Hörbuch ebenso anbieten können. Ihr Lieben, alle waren dabei. Alle waren dabei. Ich habe einen eigenen Beitrag gemacht vor ein paar Monaten. Schaut euch den bitte an. Auch Edgar Cayce hat es so beschrieben. Lukas selbst hat nicht das Lukas-Evangelium verfasst, wie behauptet wird. Das ist eh so ein bisschen hin und her im Laufe der Jahrhunderte bei der Kirche. Zwischen dem Lucius von Cyrene und Apostel Lukas, sind sie identisch, sind sie nicht und, und. Irgendwann hat man sich geeinigt oder doch nicht geeinigt. Ja, letztlich wissen wir, dass dieser Lucius von Cyrene, interessant, Cyrene, wo liegt es wieder, ne? Bei Mauretanien, ja, passt auch wieder wie die Faust aufs Auge, lieben, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja? Sein Neffe Lucius von Cyrene war sein Neffe von Lukas. Okay? Und der schrieb die Apostelgeschichte aber im Auftrag des Lukas. Und er schrieb nicht nur die Apostelgeschichte im Auftrag des Lukas, er schrieb auch das Lukas-Evangelium. Aber jetzt wird es noch spannender, ihr habt es gerade gelesen. Die Frau, sie ist auch Maria, von Lucius von Cyrene schrieb das Lukas-Evangelium. Er, der Apostel, seine Frau, das Lukas-Evangelium. Das konnte aber damals niemals so veröffentlicht werden oder bekannt gegeben werden. Frauen hatten ja überhaupt keine Rechte in der Kirche. Im Gegenteil, sie wären ja als Heretiker wahrscheinlich noch früher gestorben, als sie sind. Überlegt euch das mal, wenn die Kirche heute zugeben müsste, dass das Lukas-Evangelium eine Frau geschrieben hat, was das in der Kirche auslösen würde. Ich glaube, die hätten ganz schön Erklärungsbedarf. Ne? Also, am Ende lüften wir noch ein einziges weiteres Geheimnis. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt ein Video gemacht, wo ich sage, wow, das ist, glaube ich, das krasseste Video in diesem Jahr bisher von dem, was wir an neuen Informationen herausgegeben haben. Diese Stadt kennt ihr vielleicht, der eine oder andere war schon da, Ephesus. Thomas und Kleopatra Selene waren oft dort, Paulus war dort, Johannes war dort, Marianne war dort, Lukas war dort, Lukas ist dort begraben. Aber die Kirche ortet es ganz woanders. Woran ich das festmache? Nicht nur, weil wir es gechannelt haben, sondern ich gleiche das ja auch mit archäologischen Funden und alten Legenden und Mythen ab. Und jetzt hört euch Folgendes an. Jetzt wird es richtig spannend. Also, gehen wir rein. Ein Rundbau mit 16 16 Säulen, einem Kuppeldach und Freskos. Ein Rundbau mit 16 Säulen, Kuppeldach und Freskos. Auf den Freskos ist ein geflügelter Stier dargestellt. Und österreichische Archäologen, da seht ihr, Leute, was macht euren Job richtig? Oder war das der Auftrag, dass ihr das so sagen sollt? Es war ein einfacher Brunnen am Fleischmarkt. Und wir sagen, es war ein Fleischmarkt, weil da ein Stier dargestellt war. Hä? Da ist ein Stier abgebildet und deswegen war es ein Fleischmarkt und da war ein Brunnen. Leute, ist das seriöse Archäologie? Erstens war es ein mythologisches Tier, es war ein geflügelter Stier, es war kein Rind.
Zweitens gab es dort eine Krypta für Pilgerer, jahrhundertelang. Der unterirdische Raum war bunt ausgemalt, darunter eine jugendliche Darstellung von Jesus, wie er eine kniende Frau segnet. Nebenan ist das heilige Marienhaus, das Panagia Capuli, das Tor der Allerheiligsten, in dem Julia die Ältere mit Johannes, dem Apostel, lebte. Und jetzt haltet euch fest, ich kriege gerade Gänsehaut. Der geflügelte Stier ist das Symbol für den Apostel Lukas. Geht's noch eindeutiger? Ich weiß nicht. Was denken die sich dabei? Brunnen am Fleischmarkt. Ich glaube, da hätte sogar mein Kind nicht drauf kommen können mit 3. Selbst der hätte gesagt, nee. Das war bestimmt was ganz anderes. Ja, ein Brunnen am Fleischmarkt. Das finde ich so die Krone. Es ist so unbegreiflich, was man da als seriöse Archäologie verkauft und bezeichnet, dass man einfach fassungslos ist, wenn man diese Fakten vor sich hat, ihr Lieben. Ganz ehrlich. Glaubt denen noch irgendeiner irgendetwas, der sich nicht selbstverantwortlich erkundigt, liest, ein paar gute Videokanäle sich anguckt oder sich für wahre Geschichte interessiert? Also ich finde es schon harter Tobak. Das war jetzt sehr viel in kurzer Zeit an Informationen. Ich hoffe, dass ihr euch das Video vielleicht wirklich 2 oder 3 Mal anseht. Verteilt es in allen Plattformen, die ihr könnt, kennt, falls ihr den Inhalt gut findet. Und das, was ich jetzt hier vermittelt habe, ist wirklich nur so viel. So viel von dem, was wir in den letzten Jahren erarbeitet haben. Ich bin gerade dabei, am Band 2 zu arbeiten von die Jesusbrüder, der einen anderen Titel bekommt, wo die Geschichte weitererzählt wird. Auch die mögliche Geschichte, wie es hätte gewesen sein können, nachdem Jesus und Maria Magdalena später nach Frankreich sind, durch Britannien, Schottland gezogen sind, wie ihre Kinder waren, wie die Genealogie, die Stammbäume aussehen, bis hin zu König Artus, wer der Heilige Gral wirklich war. Ja. Teil 2 der Da Vinci Code. Ihr Lieben, alles erdenklich gut. Ihr seid gelichtet und gesegnet. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bedanke mich von Herzen für die Zeit, dass ihr euch dieses Video angesehen habt und es an eure Freunde, Bekannten und Interessierten weitergeben werdet. Bis bald.